Kahns Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Kahn versicherte mir, dass Burdens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Freunde, sind wir mal ehrlich, wer hat uns bitte schon in der letzten Stunde hier geholfen? Hallo, Kahn war da überhaupt nicht vor Ort. Wir haben die Banditen alleine fertig gemacht. Nee. Naja. So. Was jetzt? Leider haben wir es auf jeden Fall nicht rechtzeitig geschafft, um Bourbon irgendwie noch zu retten. Er ist ja vor unseren Augen gestorben. Kommen wir vielleicht nochmal zurück? Ja? Nö? Kommen die Banditen etwa doch durch? Nö? So, Bourbon, da sehen wir dich noch einmal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Leider ist er von uns gegangen, aber der Kahn, der sich jetzt hier schon mal selbst lobt, obwohl er meiner Meinung nach überhaupt nichts gemacht hat, der wird uns eventuell durch die... Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Durch die gefährlichen Weiten von Metro 2033 führen. Na? Was ist das jetzt hier? Sie wissen, dass wir hier sind. Wer? Ich dachte, komm näher an die Rohre und lausche. Bleib. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Ich höre es auch. Na, mal schauen. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Ich kenne dich ja auch, du. Gehen wir. Ja, wir gehen mal... Nee, wir gehen nicht. Ich häng fest. Doch. Sei hier vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Ich dachte, hier ist keiner. Oh, weh, jetzt kommt einer an. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Warte. Müssen wir irgendwas einsammeln? Liegt hier irgendwas? Ich höre doch jemanden. Hallo? Irgendwo hier vorne? Immer nach vorne schauen. Ah! Was war das denn? Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Warte mal kurz. Wir... Was ist denn das hier? Nein! Mach die Lampe an. Oh Gott sei Dank. Was denn? Sag mal was, du kennst den Tunnel, hallo? Wir müssen daran vorbeigehen. So. Nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Ach du Heilig. Nee, berühr uns nicht. Berühr uns nicht. Oh, nimm irgendwas mit. Gehen wir. Geh schneller. Hallo. Die kommen vielleicht gleich wieder. Was ist das jetzt hier? Ein kleiner Junge. Mama? Nee, ich bin es nicht. Wo bist du? Ich bin es nicht. Ach du Heilig. Nein, ich bin nicht Mama. Oh. So. Oh. Da gibt's doch auch garantiert einen besseren Weg, oder? Ja, guck mal, wie locker der hier so lang geht. Hm. Der Kahn ist mir hier nicht ganz geheuer. Ne? Der Bourbon hat uns bessere Wege gezeigt. Muss man auch. Zur Seite, Artyom. Verdammt. Achso, nee, war gut. Hä? Was ist das denn? Denn... Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Ja. Jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Mhm. Ja, so wie wir, ne? Was ist das jetzt hier? Kann man... Nee. So, vielleicht krabbeln wir hier... Nee, am besten nicht. Gehen wir. Ist mir nicht ganz geheuer. Mal schauen, was hier in der Vergangenheit noch so passiert ist. Hier liegt noch jemand. Oder auch nicht. Boah. Oh! Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich habe noch eine Granate dabei. Ne? Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Okay. Die Verteidiger sind noch da. Lassen die uns durch? Folge mir, aber bleib hinter mir. Ja. Okay. Wo lang denn?
Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio manto. Alom rom om. Oh, rom daladom sim salabim. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio rom rom daladom. Alom alom bom daladom. Nila lu. Ups. Okay. Das hätten wir auch hinbekommen. Also das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Ach so. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Oh. Okay. Und dann führst du uns hier zu diesem gefährlichen Ort zurück, oder was? Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Ach du Gott. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Ja. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Ja, ne? Solange es nicht unbedingt unschuldige Seelen sind, aber das ist ja höchstwahrscheinlich nicht zu vermeiden. Kann man hier noch was mitnehmen? Nee. Warte mal, bleib mal stehen, wir laden noch mal auf. Sicher ist sicher. So. Und dann gehen wir hier durch. Was ist das jetzt hier? Boah. Scheiße. Was denn? Sag doch was. Ich höre irgendwas. Ist das jetzt hier eine gute Waffe oder wie? Nee, die war blöd. Zurück. So, Munition können wir gebrauchen. Wo bist du jetzt? Hallo? Da vorne. Was ist das? Psst. Oh nee. Konzentrieren. Mach die Tür bitte nicht auf. Soll ich jetzt hingehen und öffnen oder was? Hallo? Nee. Oh. Komm, los. Hallo? Okay, wir bleiben jetzt stehen. Ich habe eine Granate, also wir können das auch sprengen. Ach so, nee, wir sollen uns bestimmt konzentrieren, dass das Vieh verschwindet. Du verschwindest. Rum, da, da, dum, sim, salabim, hau ab. Nee, das klappt nicht. Oh, was liegt denn da? Eine Pistole. Ja, was denn jetzt? Ich mach einfach die Tür auf, oder wie? Wo ist ein cooles Messer da vorne? Wow, oh Gott! Oh, jetzt geht... Wow. Das ging da vorne nicht auf, wow! Oh Gott, ich dachte, das haut jetzt... Wow, scheiße! Oh Gott. Au. Ah. Oh. Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Ach du, hab ich mich erschrocken, Freunde. Hilfe. Ich dachte, das haut diesmal wieder nicht hin. Was haben wir jetzt hier für eine andere Waffe mitgenommen? Nee, die war ja... Nein. Komm, wechsel zurück. Die war ja auch nicht so gut. So. Gehen wir. Jo. Ja, schnell. Beeil dich ein bisschen. Giftiger Pilz. So, runter. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Ja toll, und nimmt uns da auch noch mit. Los geht's. Oh, hier liegt noch was. Hat das was zu bedeuten, dass die Waffen hier unterschiedlich gefärbt sind? Ich glaube nicht. Noch irgendwo Munition? Nö. Okay, wir können weiter. Was haben wir hier? Noch so ein Monster? Du bist tot, ne? Du bist tot, Freundchen. Wir, du... Springst jetzt... Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen.
Wie, nicht bewegen? Nicht bewegen. Ja, du gehst doch auch. Ich will bei dir bleiben. Licht aus. Psch, Licht aus. Mach das Licht. Oh. Oh, wir sind ein bisschen zu zentriert. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank, es haut ab. Aber Licht können wir wohl anlassen. Ist hinter uns was? Nee. Okay. Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht bewegen. Oder vielleicht doch bewegen und wegrennen. Oder? Komm, hauen wir ab. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Ja. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. So, das wäre auch mein Urteil gewesen. Hier sind noch... Was ist das hier? Eine Taschentücherpackung? Nee. Also unsere Lampe, die ist mal wieder überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich finde die nicht ganz so gut. Vielleicht können wir die auch irgendwann mal austauschen. So, komm. Mach mal hin hier. Wir wollen schließlich schnell hier weg. So, öffne dich. Hallo? Oh, 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 oh. Tür bleibt geschlossen. Und was? Da vorne. Nein, das sind mehrere, oder? Ach, nur zwei Stunden. Die Viecher kommen zurück. Mach die Tür hier auf. Öffne die verdammte Tür. Genau, nimm mal deine Munition. Du machst. Oh. Nee, er schafft das doch nicht alleine. Da, so. Okay. Oh, kommt von hier oben auch einer? Nein. Ja, schalte die aus. Du machst das. Ich halte dir den Rücken frei, du. Ne? So, da helfe ich doch mal mit. Wir sind ja nicht so. Na? Wie sieht's aus? Ich höre hier schon. Oh, 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 oh. Nein, nein. Stillhalten. Nicht einmischen. Oh, oh. Ach du. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah. Oh, wow. Nicht schlecht. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Ja. Waren wir live dabei. Hauptsache, es erwischt dich einmal uns. Ne? So, Licht an. Warum gehst du jetzt da? Können wir auch hier vorne runter? Ja, können wir auch. Was ist das denn hier? Komm mal her. Ist das hier zusammen? Gekracht. Nein, nein, nein. Wir gehen zurück, wir gehen zurück. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Zum Mitnehmen? Nö, nö, nö. Sieht nicht so aus. Okay. Dann folgen wir dir. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Ja, ich glaub's auch. Ist garantiert nicht sicher. So, komm, schmeiß an den Motor. Oh, nee, so. Anschmeißen. Ach nee, wir steigen erstmal. Ein, okay. Gut. Volle Kraft voraus. Boah, das macht er doch. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Ach ja. Du musst nicht antworten. Ja, ne? Mach schneller hier, das Zuckergerät, das bringt uns nicht wirklich voran. Garantiert nicht sicher. Hau ab. Halt an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin.